Hallo zusammen, wir kommen von der Bettmeralb und sind über die Viescheralb. Es ist hier breiter Weg die ganze Zeit. Aber wir wollen halt zum Aletschgletscher und heute über den Aletschgletscher 3,5 bis 4,5 Stunden gehen, bis zu den Katzenlöchern, dann über den Bergkamm und runter zum Bettmersee, Bettmeralb. Also eine Gletschertour heute. Aber das ist erstmal der Zustieg und nach der Ecke, nach der Alp, geht es dann noch durch den Tunnel. Hier geht es jetzt durch den Tunnel, circa 15 Minuten und dann kommen wir an der Gletscherstube raus am Mareliensee und dann gehen wir zum Gletscher. So, jetzt kommen wir dem Gletscher immer näher. Da sieht man schon ein bisschen, wo der um die Kurve geht, wo die Concordia-Hütte ist. Und jetzt muss ich mal die Schuhe tauschen gegen die festen. Weil hier kommt schon ein bisschen steilerer Abstieg. Und da ist es dann wirklich besser. Man geht mit Wanderschuhen hier runter zum Gletscher. Da sieht man auch schon ein paar Leute drauf, eine Gruppe auf dem Gletscher, die da rumlaufen. Da hinten auch nochmal eine Gruppe. Schon ein bisschen was los hier. Ja. Zieh jetzt Schuhe an. Ne? Ja, ja. Wir können ja schon mal weiter. Ja. Ja, schön der Mönch dort zu sehen. Und den schönen Gletscher. Bisschen Abbruch hier. Und die Gletscherplatten kann man eigentlich ganz gut drauf gehen. Wenn man nicht ins Nasse tritt, hat man einen guten Halt. Und ja, ein bisschen frisch, müssen wir uns gleich was anziehen. Wir sind auf dem Gletscher, links neben der Mittelmoräne. Also heute den guten Weg irgendwie nicht gefunden. Dann waren wir viel zu weit rechts schon, zu weit oben. Und sind sehr in große Spalten reingekommen. Letztes Mal glaube ich, bin hier echt super lang gekommen, weil ich einfach weiter links geblieben bin. Und dann, wenn das Tal rauskommt, da habe ich erst gequert. Das war halt super. Aber heute hat es nicht so geklappt. Hier schmilzt der Gletscher. Wir sind gut hoch über die Gletscherplatten und dann ein bisschen über Gras. Und da ist der Weg geradeaus. Gefunden. Prima. Ich freue mich voll. Ich muss noch mal sagen, wunderschön hier. Strahlhorn. Hier hinten Concordia-Hütte. Alles schon. Super schön, oder? Der Gletscher. Immer wieder schön. Da hinten das Wörterhorn in Wolken. Ah, traumhafte Tour. Wirklich super schön. Macht Spaß. Und jetzt genießt man es auch wieder voll auf dem Weg zu sein. Nach dem weglosen Gelände. Ist es doch auch angenehm, so ein Wanderweg.
Wie lang ist es noch bis dahin, Eva? So, Wettmachern. Aletsch Gletscher. Hier kommt eigentlich der Weg hoch vom Gletscher. Sehr schön hier, Aussicht nach da. Hier sind die Fußhörner, meine schönen Fußhörner, die ich gerne mal machen würde. Und hier steht alles drauf. Ja, Gletscherrand 55 Minuten. Und ja, sehr schön. So, Tour zu Ende, gut runtergekommen, am Bettmersee vorbei und jetzt schnell zur Bahn, weil die fährt gleich.